Salut und grüezi miteinander. Ihr seht schon im Hintergrund, um was es heute geht. Der Monat Januar ist jetzt demnächst durch und ich zeige euch, was ich diesen Monat alles gebraucht habe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es sind recht viele Sachen oder viele grosse Sachen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nicht gross sortiert, ich werde es euch einfach zeigen und unkompliziert. Als erstes haben wir vom Lidl Weichspieler gebraucht. Ich glaube, er hat relativ okay geschmeckt. Ja, okay geschmeckt. Das heisst, die Wäsche hat leider nicht besonders fein nachher geschmeckt, aber die Wäsche war weich. Also, Zweck erfüllt. Dann habe ich gestern erst die wundersüße Handcreme, die ich von meinem Wichteli bekommen habe. Naturkosmetik. Handcreme für dich, Naturschönheit, aufgebraucht. Die hat mega fein geschmeckt, mit leicht nach Orange, würde ich jetzt sogar sagen. Die war cool, die war wirklich mega fein. Relativ reichhaltig, aber für zu oben gemütlich vor dem Fernsehen, wo nicht alles dann anlängen muss, perfekt. Weiter geht's aus dem Adventskalender. Ich glaube, wenn ich mich recht mag, Sinne aus dem Douglas Adventskalender von der Anna Jacke, Gesichtscreme, Anti-Irgendwas. Für mich war sie leider zu reichhaltig, also zu fettig auf gut Deutsch gesagt. Darum habe ich dann das kleine Müsterli dann einfach als Fußcreme fertig gebraucht. Das hat funktioniert. Dann tut man im lieben Haushalt auch putzen. Und ich habe aufgebraucht vom Migros der Potz. Küchenreiniger, schmeckt leicht nach Orange, tut gerade entgegenwirken gegen Fett, Zeugs und Sachen. Hat gut funktioniert. Würde ich immer wieder posten. Excuse. gehen wir gerade mal zu meinem schicken Täschchen, wo Badesalz und Masken drin sind. Habe ich auch erst gerade kürzlich gebraucht. Das habe ich von einer lieben Kollegin geschenkt bekommen, vom Bilou, und zwar ein Badesalz. Und das hat wirklich so, schmeckt es mega gut, wie nach Zitrone oder einem Fröschli, wer das kennt. Leider hat es aber nach dem Wasser wieder nicht mehr so gut geschmeckt. Ich glaube, das ist einfach ich und Badsalz, ich habe gerne, wenn das ganze Badezimmer schmeckt nach dem Badezusatz, den man reintatscht. Leider hat es das nicht erfüllt, wie manche Badsalz, eben bei mir nicht. Dann, genau, die habe ich ja in Mailand gepostet, wer da mein Haar schon gesehen hat. Eine Fußsackenmaske. Ja, die Wirkung ist so lala gewesen. Aber ich muss sagen, sie hat wirklich gut geschmeckt. Also, was ich bis jetzt bei einer Fußmaske noch nie hatte, die hat echt gut geschmeckt. Dann, das war aber wirklich auch nicht schlecht gewesen, vom Douglas Volumenmaske mit Ginger und Aloe Vera. Das hat funktioniert und hat auch cool geschmeckt. Also würde ich mir überlegen, wieder zu kaufen. Irgendetwas ist hier innen schon leicht klebrig. Die sind auch genial gewesen, die Augenmaske von Yeauty oder so. Das waren so Schälmasken, die du hast auftragen können. Die waren mega angenehm gewesen, zum Tragen. Sie haben wunderbar gehabt und ich hatte das Gefühl, also es war leicht aufpolstert und meine Augenschatten, die ich zum Beispiel jetzt nicht habe, sind ein bisschen furcht gewesen. Also das kann ich auch empfehlen. Dann aus der, ich glaube aus der Pink Box, einmal aus einer Nabobox, genau, von Neutrogena Skin Detox Maske für tiefe, reine Haut. Was soll ich sagen? Anwendung, bis ich das geschlabberfeine Zeugs ausgepackt hatte und mir auf dem Gesicht aufgetragen hatte, war schon eine kleine Fussarbeit. Aber wenn sie drauf ist, sie. Das heisst, du kannst auch irgendetwas machen. Und die Wirkung nachher war wirklich sensationell. Also, vielleicht mit ein bisschen Übung und mit vom Auftragen und so, ist es wirklich auch eine Top-Empfehlung von mir.
Dann habe ich hier nochmal eine Tuchmaske ausprobiert. Eine schwarze Tuchmaske von Beauty Mask. Doch, die ist, glaube ich, auch. Die ist okay gewesen. Sagen wir es so, okay. Sollte mit grünem Tee sein. Ist okay gewesen. Und hier haben wir noch vom Garnier Augentuchmaske. Die würde ich mir, glaube ich, nicht mehr nachkaufen. Weil, bis du sie aufgetragen hast, dann hebt sie nicht gerade wunderbar im Gesicht. Und mir hat sie nicht überzeugt. Ich bin, glaube ich, eher der Freund von diesen Patches. Dann hatte ich von einer lieben Kollegin in einem Päckchen von Spa Moments ein Badesalz Relaxing. Und ja, das hat wirklich gut geschmeckt. Dort hat es sogar das erste Mal oder wenige Mal ein Badesalz geschafft, dass das ganze Badezimmer nach dem Salz geschmeckt hat. Also, das war cool gewesen. Dann haben wir nochmal eine Fußmaske gebraucht vom Scholl. Eine Intensivpflegemaske. Ich weiss nicht. Also, mir denkt es generell, die Fußmaske, bis auf die, die es nachher peelt und tut, entfernt, kannst du gerade so gut eine dicke Schicht Creme drauf knatschen, ein paar bequeme Socken. Und mir denkt es, du hast den gleichen Effekt. Also, würde ich mir auch nicht mehr nachkaufen. Weil Scholl ist auch nicht gerade der günstigste, wie man so weiss. Dann haben wir eine Gesichtsmaske von Dresdner Essenz mit Pfingstrosen und Jojobaöl. Relativ reichhaltig, aber angenehm reichhaltig, weil meine Haut, meine Mischhaut, hat es gut verdreht. Also hat auch fein geschmeckt. Also würde ich auch, wenn es es noch gibt, ich glaube, das war ein Limit-Päckchen, wieder posten. Auch hier haben wir Wintermagie von Dresdner Essenz. Auch das. So schmeckt es so genial, aber. Aber nachher. Naja. Habe ich vorher die Maske gezeigt. Dazu hat es ein Pflegebad von der Dresdner Essenz, auch mit Pfingstrosen und Jojobaöl. Und das hat es auch geschafft, dass das ganze Badezimmer danach geschmeckt hat. Also. Fein gewesen. Und das ist quasi so eine Dreiermaske. Wie soll ich euch das zeigen? Ja, ungefähr so. Eine Maske in drei Schritten, die du hast können machen vom Vandini. Und wenn es mir recht ist, habe ich den Vandini im Otto's gekauft. Mit Blütenwasser für alle Hauttypen, mit Hamalilis ist auch noch drin. Das war cool gewesen. Auch gerade ideal für so einen lieben Spa-Moment, Spa-Tag. Perfekt. Dann aus dem Adventskalender von Douglas, das Seis, ein Serum und das war genial für meine Haut. Also Creme sind immer so, funktionieren so halbwegs. Serum funktionieren sehr gut mit meiner Gesichtshaut. Also hat mir gefallen. Dann gehen wir mal zum grösseren Sack rüber. Also. Einmal habe ich aufgebraucht von Listerine, Cool Mint. Ist extrem klebrig und grusig, weil man es hier oben ja immer ausleert, wie ihr seht. Finde ich aber gut. Also ich muss sagen, von den Mundspielungen habe ich zumindest das Gefühl, das Listerin spüre ich am besten an Wirkung im Vergleich zu anderen. Also wenn es Aktion ist oder ich günstig daran herkomme, sofort wieder kaufen. Das ist schon grusig, wenn das also alles so klebrig zuletzt ist. Jo, dann die war auch sensationell, aber auch die ist leicht klebrig. Von Stardust, das war mal so ein Päckchen, das ich auch um die Weihnachtszeit gepostet habe. Ich glaube sogar entweder im Müller oder im DM. Eine Bodylotion, genau. Und die war genial. Sie war nicht zu fettend auf meiner Haut und hat mega dezent, fein geschmeckt. Genau. Sortieren wieder. Dann, auch das klebt wunderschön. Das habe ich ja gepostet in Holland oder Deutschland in den Ferien. Eben ein Shampoo 2 in 1. Ich habe jetzt aber mittlerweile gesehen, dass du bei uns Mottos auch kaufen kannst. Natural World.
Ich würde es nicht mehr kaufen, weil erstens Kokosnuss, also du hast geschmeckt Kokosnuss, ja, aber chemisch hoch 3. Für die Haare war es in der Ordnung, nicht optimal für mich. Ich habe es aufgebraucht, bin aber wirklich froh, dass es leer ist, weil wir haben da 500 ml. Also kein Hochkaufprodukt. Dann haben wir von Linsoft Kleenex gebraucht. Die waren in der Ordnung. Ich glaube, zu Kleenex kann man ja nicht so wirklich viel sagen. Dann vom DM Domol Waschpulver. Hat sie Sinn erfüllt, die Wäsche ist sauber geworden, sie hat nicht schlecht geschmückt. Jo. Dann W5, das ist vom Lidl, haben wir für die Wäschmaschinenreiniger. Das mache ich ab und an, weil ich denke, das tut bei einer Wäschmaschine sicher auch gut, wenn ich sie pflege, weil ich möchte sie noch lange behalten. Es ist unsere eigene Wäschmaschine. Darum darf sie da manchmal auch so einen Spa-Moment haben. Das nächste von Wolke 7. Entschuldigung. Eine Duschgelly. Party für die Haut mit Champagner-Rosé. Geschmeckt hat es super. Es war so eine Slimy-Balle, so könnt ihr es euch vorstellen, so ein Wackelpudding. Und mit diesem Wackelpudding hast du dir aufschäumen in der Hand und dann die normal einseifen. Das hat am Anfang wunderbar geklappt, aber mit der Zeit ist der Slimy-Pudding ein bisschen lose geworden und er hat sich ein kleines Einzelteile verflüchtigt, in so Puddingbröseln. Und dann ist es echt mühsam geworden zum Anwenden. Mehr ist dir eigentlich dann das letzte Gulli-Loch durchab, statt auf deiner Haut gelandet. Also eben, es hat super geschmeckt, aber von der Handhabung, darum würde ich mir es garantiert nicht mehr nachkaufen. Auch das habe ich einfach mal ausprobiert, weil ich neugierig bin. Das ist jetzt von Lenore. Das sind so Wäschparfüme, so Perlen gewesen, die du rein tun kannst zu der Wäsche, dass es fein schmeckt. Es war okay, die Wäsche hat auch nach dem geschmeckt und es war ein guter Duft, das weiss ich noch. Aber ich denke, man braucht das echt nicht. Ich habe es ausprobiert, ich kann jetzt mitschwätzen und das war's. Weil ich denke, wir haben noch so viele Parfüme, sonst Deos, also ich nehme... Finde ich, hört es mit Duft einmal. Würde ich mir nicht mehr nachkaufen, aber ich habe den Hype mitgemacht. Dann für ins Auto genau. Vom Wunderbaum, das war so eine Clip, eine Runde, die geschmeckt hat nach Ozean Paradise. Jo, auch hier kann man wieder darüber diskutieren, braucht es das wirklich. Wir lassen aber die Diskussion jetzt. Dann haben wir hier wieder von Jejauti, die ich nicht recht ausspreche. Ich weiss gar nicht, wo ich die drin hatte. Eine Peel-Off-Maske mit so. Also, es war silbrig. Mir ist das Problem, ich und Peel-Off-Maske. Wir können es manchmal nicht. Mir fehlt häufig Geduld, das schön gleichmäßig auftragen, wie auch nachher, bis es trocknet und du es schön abziehen kannst. Es hat auch sämtliche Gesichtshaare mitgenommen, also das Peel-Off hat funktioniert. Würde es mir aber nicht mehr nachkaufen, weil jo, es ist ein Peel-Off und ich und Peel-Off sind so eben, so halbe Kollegen. Dann hat auch bei uns daheim langsam die Erkältungszeit angefangen, immer wieder ist jemand verkältet. Darum, das ist von der Migros, der Bonherba. Bonherba sind auch gleichzeitig noch Tefeli, kennt man von der Migros. Ein Hustensirup, den wir gebraucht haben. Das ist auch ganz speziell, oder speziell gewesen, nein, immer noch speziell, und zwar vom Bilou. Ich habe eigentlich gemeint, ich habe einen stinknormalen Labello gekauft vom Bilou, Entschuldigung, der fein schmeckt. Das ist aber tatsächlich ein Lippenöl mit einem so einem Kügel, den du dir auftragen musst. Ich habe es immer noch in Anwendung, es ist immer noch nicht leer. Und das ist mega cool, weil du spürst es auf den Lippen nicht so stark wie ein Labello.
Also mega angenehm eigentlich. Und schmecken tut es natürlich fein, das ist klar. Bilou hat feine Duftrichtungen, süße, mädchenhafte Duftrichtungen. Etwas, was ich auch froh bin, als es leer gegangen ist vom Balea der Windprotect Haarbalsam. Pflegt mit Keratin und Shea-Butter für wintergestresstes Haar. Also, mir hat das überhaupt nichts genützt. Ob ich das jetzt drinnen hatte oder nicht, ob ich wenig, viel, das ganze Haar oder nur die Spitze, alles durchprobiert. Nicht nötig für mein Haar. Hat aber wirklich sehr gut geschmeckt. Ich finde es auch angenehm von der Anwendung in so einem Pott. Aber froh, dass es leer ist. Dann, genau, das war genial, vom Trackmoon, kleines 60ml Duschgel, das nach Zimmer geschmeckt hat. Und das war wirklich toll, wirklich toll. Wie ihr seht, hat es auch noch so einen kleinen Rest drin. Das ist immer schwierig, um das richtig rauszukriegen. Klar, wir können es mit Wasser noch verdünnen, aber ich bin zurzeit noch gut bestückt mit Duschgel und wenn es so einen kleinen Rest drin hat, mit dem kann ich leben. Aber das hat mega gut geschmeckt. Trotzdem muss ich sagen, ich würde mir persönlich nicht die grossen Bottle kaufen, die Tracklemoon anbietet. Das sind ja glaube ich 500ml. Und wenn ich mir vorstelle, ich probiere ja immer ein Duschgel, ein Shampoo aufbrauchen und nicht anfangen zurückzustellen, ein anderes vornehmen und wieder vorholen und so weiter. Sind 500ml von einem so einem intensiven Duft, den ihr mindestens einen Monat her habt, finde ich oft ein bisschen too much. Also mit der kleinen kann ich mich anfreunden, mit der grossen Fläschchen nicht vom Tracking. Dann habe ich meine Freunde noch aufgebraucht, das habe ich im Denner gekauft, ist aber natürlich Isana Schrossmann. Ein Duschgel 3 Nice für Haut, Haar und Rasur. Gerade solche Sachen brauchen wir vor allem, wenn wir gehen campen, weil dann willst du nicht 10 Duschgelfläschchen mitnehmen, wenn du gehst duschen. Ich denke, es war in der Ordnung, sie haben nichts geschumpfen. Dann muss ich mich leider trennen von einem Invisibobble mit einem so einem coolen Plüsch, aber er ist mir einfach fangs zu ausgeleiert. Er hebt nicht mehr. Ich habe probiert mit heißem Wasser, was aber schwieriger ist. Und darum war sowieso mal glaube ich, in einer Abo-Box drin. Also kann ich nicht sagen, er hat mich nichts gekostet. Doch, er hat mich schon etwas gekostet. Aber da habe ich so manchmal schon gebraucht, als er jetzt darf gehen. Zöpfen wir mal das Papier raus, dann selber schauen, was es ist. Ja, ich weiß es. Twist. Twist ist Migros und das war Haushaltspapier, 100% Recycling für Zeugs und Putzen und weiss nicht was. Gut sie. Dann vom Primella, da bin ich mir nicht sicher, das ist so viel, als ich weiss, glaube ich auch Migros, mal steht sogar Migros. Wattestäbli. Kann ich auch nicht dazu grossartig euch erzählen, aber ich habe es gebraucht. Und das habe ich aus einer Biobox gehabt, und zwar Cocktail de Beauty. Ich könnte euch nicht mal genau sagen, ob das jetzt die Marke ist. Cocktail de Beauty, ich glaube schon. Gin Fizz mit Zitrone, das war so ein Pulver drin. Wo du eigentlich wie ein Dampfbad hast machen. Also so. Viele kennen es sicher in der Zeit, in der man verkältet ist. Heisse Schüssel Wasser, von diesem Brausezeug rein, Tüchle drüber und inhalieren. Mein Problem ist, dass ich das generell schon nicht so gerne mache oder die Ausdauer habe, wenn ich schon verkältet bin. Und ich glaube, wenn man verkältet ist, macht man einiges, dass einem besser geht. Ich konnte das zweimal anwenden. Also ich persönlich, wie gesagt, mache das nicht gerne, so Dampf im Gesicht und drunter heben und inhalieren und träumen. Hat aber wirklich mega cool und fein geschmeckt und hat meiner Haut gut getan. Zumindest nicht geschadet. Aber würde es mir sicher nicht nachkaufen. Weiter geht's. Aha,
Den habe ich letztens gesucht, weil ich gemeint habe, ich habe den noch nicht aufgebraucht. Da kommt jetzt der Beweis, dass ich das aber schon aufgebraucht habe. Das ist ein Essigreiniger, also Putzessig von der Migros. Brauche ich häufig, eben, wenn es darum geht, einen Wasserkocher zu entkalken oder sonst. Weil ich finde, Essigreiniger kannst du für vieles anwenden brauchen im Thema oder im Bereich von Putzen. Also, in dem Fall muss ich mir definitiv eine Flasche wieder posten. Hat ich wirklich letztes Mal gesucht? Jo. Ah, dann haben wir auch noch mal ein unscheinbares kleines Päckchen. Und zwar sind das Damenbinden, Molfina aus der Migros und... Oh, sie waren bequem. Dann haben wir hier das Pack nicht komplett aus. Also das ist Häkle, WC-Papier, das war gerade noch in einer Aktion in der Migros. Ich habe ehrlich gesagt am liebsten das Häkchen WC-Papier. Es ist einfach das bequemste, wenn man das so sagen darf. Nur das Häkchen ist natürlich auch eines der teuersten. Darum schaue ich auch, wenn es einfach eine Aktion hat, dann schlage ich zu. Und wenn ich sonst dringend eins brauche, WC-Papier, weil es mir langsam ausgeht, dann kommt auch, dann poste ich mir natürlich auch mal ein anderes. Also so ist es nicht. Dann haben wir hier aus der Migros auch Waterpads. Und zwar nachhaltige. Die sind top. Die gefallen mir. Weil die haben auf der einen Seite haben sie eine leichte Struktur, auf der anderen Seite nicht. Und die haben nicht gefuselt oder sonst irgendetwas. Die hat man einfach können gut brauchen. Dann haben wir vom Domol einen WC-Reiniger mit Guave Mango. Das war cool, weil es hat einfach mal anders geschmeckt. Das hat mir total gefallen, weil sonst sind die WC-Reiniger immer so Ozean, Brise frisch und weiss nicht was. Und das war einfach mal etwas anderes. Und es hat das WC sauber gemacht. Also, ich finde das, wenn ich das wieder sehe, wenn ich in DM, nein, Rossmann, excuse, in Rossmann gehe, dann würde ich mir das sofort wieder posten. Dann für das WC, WC Ente, frische Siegel, so eine Knetti hat jetzt fast gesagt, nein, der Schlee, den du an den WC-Rand kannst herdrücken kannst und dann nachher tut das einen Duft freisetzen. Das habe ich auch sehr günstig gekriegt, ich würde es mir aber nicht unbedingt nachkaufen, ich habe lieber die Stängeli und ich tue das primär nur her, eigentlich, wenn ich weiss, ich kriege Besuch über. Damit das etwas fein schmeckt und sauber ist im WC. Im Alltag brauche ich es nicht unbedingt. Etwas auch aus der Biobox. Und zwar Canesi Cosmetics Citron Merenke. Das war so wie ein fester Mousse da drin zum Duschen. Er hat nach Zitronen geschmeckt, hat aber, weil es natürlich wahrscheinlich Bio ist, auch leicht nach einfach klassischer Seife. Ich sage jetzt mal Gallenseife, will das aber nicht abwertend sagen, einfach sehr klein geschmeckt und mit einem Hauch von Zitrone. Das war gut. Irgendwann gewöhnt man sich auch an den Geruch und da die Zitrone nicht so dominant ist, also das habe ich gerne aufgebraucht. Dann haben wir hier noch Reinigungstüchli von der Balea, es ist ein langes Video. Die Versprecher sind langsam rum. Balea Reinigungstüchli, genau, mit Grapefruit-Duft. Es hat gleich eben fruchtig geschmeckt, aber gleichzeitig auch leicht seifig. Würde es mir wahrscheinlich nicht nachkaufen. Es hat mich nicht überzeugt. Obwohl, ich muss ja sagen, ich brauche die meistens einfach für Swatch entfernen oder so Zeugs und nicht um das ganze Gesicht abschminken. Von dem her gesehen kann man damit leben. Dann ein kleines Döschen von Bio Tooling. Jetzt bin mir nicht sicher, ist das in einer Biobox oder ein Adventskalender. Auf alle Fälle war das ein Skin Gel und das war auch perfekt für meine Haut. Gut auftragen lassen, gut einzogen, Nährstoff abgeben, perfekt. Dann bin ich traurig.
kleine Reste hat es noch, aber es ist jetzt auch gekippt. Von Pura Bali, Pura Bali, wirklich. Leute, das hatte ich in der Biobox drin. Wer das nicht kennt und so auf die orientalischen Düfte steht generell, schaut euch die Marken an, Pura Bali. Oh, das schmeckt so fein. Und das war jetzt so ein Bodyspray von Pura Bali. Positive Emotions. Fein gsi, wirklich fein gsi. Und Klapp. Ja, wir kommen zum letzten. Das ist Sien. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ist das Aldi oder Lidl. I'm sorry. Ein Gesichtsserum. Ist aber ein bisschen cremig, wie ihr seht, das Serum. Aber auch das hat wunderbar funktioniert in meiner Gesichtshaut, in meiner Mischhaut. Und das Glasdösel mit einem so einem coolen Pumper. Würde ich mir wieder posten. Hat mir gefallen. Jo. Mein Müll. Habe ich euch gezeigt. Wir können jetzt wieder einen Monat sammeln, damit ihr nächsten Monat mir wieder zuschauen können, was ich denn alles so aufgebraucht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt's gut und tschüss!